Ja, also zum Gratulieren ist noch nichts, weil wir es eigentlich noch nicht, oder sondern mit den Punkten und alles ist es noch möglich. Natürlich haben wir ein gutes Polster, das wissen wir jetzt auch, aber wie ich davor schon gesagt habe, uns ist wichtig, dass wir unsere Spiele gewinnen und erst danach schauen wir auf die Tabelle. Auf jeden Fall auch ein bisschen Glück dabei, das gehört aber auch dazu. Aber ich denke, dass wir uns das verdient haben. Wir haben Gas gegeben, wir haben alles reingeworfen und dann auch vielleicht mit ein bisschen Glück das dann gewonnen. Wir wissen oder wir sind uns immer noch der Lage bewusst oder was passieren kann oder wie es ausschaut, aber wir schauen da nicht auf die Tabelle. Uns ist wichtiger, dass wir die Spiele gewinnen, dass wir unsere Leistung bringen und dann holen wir unsere Punkte. Naja, Flo ist ein super Trainer, er gibt uns jede Woche Anweisungen, wie wir gegen den Gegner zu spielen haben. Er will, dass wir unser Fußballspiel durchdrücken, dass wir im Ballbesitz sind, dass wir, wie wir zu verschieben haben, wie wir zu pressen haben. Es ist einfach, da merkt man, dass da sehr viel Qualität dahinter ist und er versucht uns jeden Tag besser zu machen. Es ist eigentlich ein altes Ritual, ich habe die schon länger. Eine Seite ist Österreich, eine ist Bayern. Sollten die nächsten Schienen schon kommen, dann glaube ich, wird sich auch Bremen draus sein. Ja, ich bin schon noch sehr, sehr, sehr viel im Kontakt, fast jede Woche. Wir telefonieren, wir schreiben, die fragen nach, wie ich mich fühle, wie es mir geht, wie meine Einschätzung ist zu dem Ganzen. Und der Kontakt nach München ist immer noch sehr, sehr eng. Auf jeden Fall, ja, das wissen wir auch, dass die meisten unten noch gegeneinander spielen und miteinander zu tun haben. Nächste Woche können wir nochmal einen Riesenschritt machen, wenn wir in Hannover gewinnen. Wie gesagt, das ist auch gut, dass wir vorlegen können und deshalb freuen wir uns schon alle sehr auf das Spiel.